Wenn es bei Guido Grolle klingelt, will der schon fast nicht mehr öffnen. Ja. Denn seit Wochen schon bietet sich dem Anwalt dasselbe Bild, ein Pizzabote mit Teigwaren. Habe ich leider nicht bestellt. Das ärgert mich total. Es hält A von der Arbeit ab und B fühlt man sich natürlich auch bedroht. Man weiß nicht, wo das herkommt. Man weiß auch nicht, wann das aufhört. Man fühlt sich eigentlich hilflos, wenn man nichts dagegen machen kann. Was anfangs wie ein Streich wirkt, entwickelt sich zum regelrechten Pizza-Stalking. Der Anwalt hat bereits alles versucht, mit den Lieferanten gesprochen, seinen Computer checken lassen und schließlich auch Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt. Das Vergehen übrigens mehr als nur pubertärer Unfug. Juristen sprechen von Eingehungsbetrug. Weil er im Prinzip Bestellungen ausgelöst hat, für die er wirtschaftlich nicht aufkommen wollte. Wenn es beim einmaligen Vergehen bleibt, droht in der Regel eine Geldstrafe von ca. einem Netto-Monatsgehalt. Das könnte für den Täter also teuer werden, denn seit Ende Januar gingen schon 100 Bestellungen auf Grolles Namen ein. Zum Glück ist der Rechtsanwalt und weiß, weil er keine der Lieferungen angenommen hat, muss er nichts zahlen. Der Appetit auf Pizza ist Grolle trotzdem längst vergangen. Ich habe noch Lust auf Pizza, wobei ich sagen muss, also eigentlich würde ich es doch in den nächsten Wochen erstmal vermeiden. Ob das der Täter schon bedacht hat, denn neben Pizza landeten auch schon Sushi, Currywurst und andere Köstlichkeiten vor Grolles Tür.